Tapenade. 250 Gramm eingeigte schwarze Oliven. 250 Gramm eingelegte grüne Oliven, dünne Baguette-Scheiben. Abgetropft und entsteint. Abgetropft und entsteint. Nach Belieben. Eine große Knoblauchzehe. 4 eingelegte Sardellenfilets. Olivenöl, nach Belieben. 1 Esslöffel Walnüsse, grob gehackt. Abgetropft. Frische glatte Petersilie. 4 eingelegte Sardellenfilets. 4 Esslöffel Mandeln, blankiert. Fein gehackt, zum Garnieren. Abgetropft. 125 ml kaltgepresstes Olivenöl. 125 ml kaltgepresstes Olivenöl. Zitronensaft, zum Abschmelken. Pfeffer, Pfeffer. Für die schwarze Tapenade Oliven, Knoblauch, Walnüsse und Sardellen in eine Küchenmaschine geben und zu einer glatten Masse pürieren. Während der Mixer noch läuft, allmählich das Olivenöl zu gießen. Mit Zitronensaft und Pfeffer abschmelken. In eine Schüssel füllen, mit Folie abdecken und kalt stellen. Für die grüne Tapenade Olie unbekanntes Zeichen Feen, Sardellen, Mandeln und Kapern in eine Küchenmaschine geben und zu einer glatten Masse pürieren. Bei laufender Küchenmaschine langsam das Olivenöl zu gießen. Mit Orangenschale und Pfeffer abschmelken. In eine Schüssel füllen und mit Frischhaltefolie abgedeckt kalt stellen. Für die Crudités die Baguette-Scheiben auf beiden Seiten knusprig rösten und solange sie noch warm sind, mit Olivenöl einpinseln. Die Crudités mit Tapenade bestreichen und mit Petersilie garnieren. Tarama-Salat mit geröstetem Fladenbrot. 225 Gramm geräucherter Fisch, rogen abgeriebene Schale von einem Zitrone. Frische glatte Petersilie. Eine kleine Zwiebel, fein gehackt. 150 ml kaltgepresstes Olivenöl zum Garnieren. Eine Knoblauchzehe. 60 Gramm frisches Weißbrot, Salz und Pfeffer. Fladenbrot. Ohne Kruste. Ausgehöhlte Tomaten, 2 Fladenbrote. 4 Esslöffel Zitronensaft plus etwas mehr. Zum Servieren Olivenöl, zum Einpinseln. Die Haut vom Fischroben entfernen. Roben und Zwiebel in der Küchenmaschine zu einer glatten Masse pürieren. Knoblauch zufügen und vermischen. 2. Das Brot in Stücke zerteilen und in die Küchenmaschine geben, Zitronensaft und Schale zufügen. Mixen, bis das Brot gut eingearbeitet ist. 3. Dabei das gesamte Olivenöl in einem dünnen Strahl zu gießen. Das Wasser zufügen und erneut mixen. Mit Salz, Pfeffer und zitronenbekanntes Zeichen Mehlsaft abschmelken. In eine Schüssel füllen, mit Frischhaltefolie abdecken und in den Kühlschrank stellen. 4. Die Fladenbrote mit einem Sägemesser in 2 Hälften schneiden. Jede Hälfte, je nach Größe, in 6-8 Ecken schneiden. Auf einem Backblech verteilen und mit Olivenöl einpinseln. Pfund im vorgeheizten Backofen bei 380 Grad Celsius etwa 20 Minuten backen. Auf einem Rost abkühlen lassen. 6. Die Tarama-Salata in die Tomaten löffeln, mit Petersilie garnieren und mit dem gerösteten Fladenbrot zum Dippen servieren. 2. Große Gurken. 600 Gramm griechischer Joghurt, SS 182, oder Naturjoghurt. 3. Knoblauchzehen, zerdrückt. 1 Esslöffel frisch gehackter Dill, 1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl, Salz und Pfeffer. Garnierung. 1 Esslöffel Sesamsaat. Karyene Pfeffer. Frische Dillzweige. Eine Schüssel mit einem saugfähigen, durchlässigen Küchentuch auslegen. Die Gurken in die Schüssel raspeln. Das Tuch an den Ecken aufnehmen, zu einem Bündel formen und kräftig den gesamten Saft auspressen. Esstipp. Die Gurken in eine Schüssel geben und den eckige Klammer auf Joghurt unterrühren. Knoblauch. Dill und Öl zufügen und mit Salz und Pfeffer abschmelken. Mit Frischhaltefolie abdecken und für mindestens 3 Stunden kalt stellen. Das Tzatziki vor dem Servieren aus dem Kühlschrank nehmen. Und gut umrühren. Noch einmal. Abschmelken. Die Sesamsaat in eine kleine,
ungefettete Pfanne geben und bei mittlerer Hitze braten, bis sie goldgelb werden und zu duften wie unbekanntes Zeichen beginnen. Von der Pfanne sofort auf das Tzatziki streuen, damit sie knistern. Die Spitze eines trockenen Pinsels in etwas Kamine unbekanntes Zeichen Pfeffer dippen und über dem Tzatziki ausklopfen. Nach Belieben mit frischem Dill garnieren und servieren. Mousse. Zwei große Aubergine. Eine Tomate. Eine Knoblauchzehe, zerdrückt. 4 el kaltgepresstes Olivenöl. 2 el Zitronensaft. 2 el Pinienkerne, leicht geröstet. Salz und Pfeffer. 2 Frühlingszwiebeln, fein gehackt. Garnierung. Gemahlener Kreuzkümmel. 2 el frisch gehackte glatte Petersilie. Mit einer Gabel die Aube unbekanntes Zeichen Gienen rundum einstechen. Auf ein Backblech legen und im vorgeheizten Ofen bei 23, 1 Grad Celsius ca. 20 bis 25 Minuten backen, bis sie sehr weich sind. Mit einem Küchentuch die Sternaubergine vom Backblech nehmen und abkühlen lassen. Die Tomate in eine hitzebeständige Schüssel geben, mit kochendem Wasser bedecken und 3,1 Sekunden stehen lassen. Abgießen und sofort in kaltes Wasser legen. Die Tomate häuten, halbieren und die Kerne mit einem Teelöffel entfernen. Das Fruchtfleisch in kleine Stücke schneiden und beiseite stellen. Die Aubergine längs halbi unbekanntes Zeichen rein. Das Fleisch mit einem Löffel ausheben und in eine Küchenmaschine geben. Knoblauch, Olivenöl, Zitronensaft und Pinien unbekanntes Zeichen Kerne zufügen und mit Salz und Pfeffer abschmelken. Die Mischung gut mixen. Die Mischung in eine Schüssel geben, Frühlingszwiebeln und Tomate gut unterrühren. Abdecken und 30 Minuten kalt stellen. 6. Den Dip mit etwas Kümmel und Petersilie garnieren und servieren.